aber allmählich runterkommt. Was bringt mir das? Vielleicht habe ich am Anfang eine schöne Ausschau, einen schönen Blick. Ich kann alles sehr schön sehen. Man vergleicht es auch mit der rosaroten Brille. Wenn ich das am Anfang sehe, ja schön, super, perfekt. Ich bin verliebt, die Frau gefällt mir. Aber worauf haben Sie das gestützt? Worauf ruht dieses Gefühl? Ruht dieses Gefühl auf das, was Gott erlaubt hat, dann ist es okay. Wenn aber das Gefühl auf etwas gestützt wird, das nicht von Gott akzeptabel ist, dann ist dieses Gefühl gewiss ein Gefühl, das dich in die Irre führt. Und du kannst keinesfalls mit diesem Gefühl auch erfolgreich in deiner Ehe werden. Denn du sagst, ich liebe diesen Menschen. Warum liebst du den Menschen? Wir müssen erstmal überprüfen, wodurch wird die Liebe gelenkt? Oder wovon wird die Liebe gelenkt? Manchmal liebt man einen Menschen, weil er schöne Augen hat. Manchmal liebt man einen Menschen, weil er schöne Haare hat. Manchmal liebt man einen Menschen, weil er eine schöne Nase hat. Salam. Aleikum salam. Manchmal liebt man einen Menschen, weil er eine schöne Nase hat, wie gesagt. Manchmal lässt man sich beeindrucken von der Höhe des Menschen. Wie groß er ist, von der Größe des Menschen. Oder von seiner Höhe, von seinem Ruhm natürlich. Ne? Wenn man von der Höhe spricht, das ist der Ruhm. Sein Ansehen in der Gesellschaft, der eine ist vielleicht Arzt, der andere ist vielleicht Ingenieur, der andere ist vielleicht Anwalt, der andere ist vielleicht irgendwas. Einen reichen Burschen, den man eventuell heiraten könnte. Aber hast du eigentlich diesen jungen Mann wegen etwas geheiratet? Das euch auf Dauer zusammenhält? Oder hast du diesen jungen Menschen geheiratet wegen einer Sache, die vergänglich ist? Denn wir wissen, Schönheit ist vergänglich. Die schöne Nase verkrümmt irgendwann. Die schönen Augen bekommen Falten irgendwann. Der schöne Mund bekommt irgendwann auch Falten. Die Lippen werden nicht mehr immer gleich bleiben. Die Größe, man verkrümmt irgendwann, hat ein Bückel irgendwann. Aber das, was bleibt, ist der Charakter dieses Menschen. Wir müssen einen Grund suchen, wodurch der Charakter versichert ist. Dass der Charakter, wenn der Charakter versichert ist, so ist auch deine Liebe versichert, so ist auch deine Ehe versichert. Diejenigen sind glücklich, die können sich glücklich schätzen, wenn sie sich verlieben in einen Menschen wegen seines Charakters. Auch wenn er kein Geld hat, auch wenn er keinen Posten hat, auch wenn er keine schöne Augen hat. Ja? Weil wir sagten, alles ist vergänglich. Das Geld ist vergänglich. Heute hat er Geld, morgen hat er kein Geld. Oder heute hat sie Geld, morgen hat sie kein Geld, morgen ist sie keine Millionärin. Hast du eine Millionärin geheiratet? Was machst du mit dieser Millionärin, wenn sie auf einmal einen Cent in der Tasche hat oder gar keinen Cent in der Tasche hat? Sagst du ja, tschüss? Oder sagst du nein, ich liebe dich trotzdem, du bist meine Frau. Du bist mein Mann. Ich habe dich geheiratet, weil Allah es empfohlen hat. Es war Allahs Befehl, dass ich heirate, damit ich die Hälfte meiner Religion erfülle. Wenn ich die Hälfte meiner Religion erfülle durch die Ehe, dann muss ich doch eine richtige Ehe eingehen. Denn es ist ja nicht umsonst, meine liebe Geschwister, dass wir eine Ehe schließen auf Lebenszeit. Die Ehe, die auf Lebenszeit geschlossen wird, ist eine Ehe, die versichert sein muss. Wir versichern uns durch die Religion in einem Menschen. Also, Punkt 1, achtet auf die Religiosität des Menschen, denn das ist der Befehl des Propheten. Der Prophet hat nicht gesagt, guckt euch, wie viel Geld er in der Tasche hat. Guckt euch, ob das schön ist. Guckt euch, ob er Ansehen in der Gesellschaft hat.
Darf ich meine Geschwister bitten, hier zuzuhören? Wenn ihr darauf schaut, dann könnt ihr sehen, dass diese Menschen sich verändern. Mit der Zeit verändern sich die Menschen. Der Mensch ist ständigem Wechsel ausgesetzt. Ständigen Veränderungen ausgesetzt. Er verändert sich immer. Nur der Charakter verändert sich nie, wenn der Charakter versichert ist. Ja, einer kann vielleicht auch einen schönen Charakter haben, aber wenn er keine Religion hat, sein Charakter ändert sich heute von heute auf morgen. Auf einmal ist er anders. Heute ist er vielleicht glücklich, morgen ist er vielleicht auf einmal wütend. Warum ist das so? Weil der Mensch keine Ruhe, keinen Ruhezustand in seiner Seele hat. Die Seele braucht genauso wie unser Körper eine Nahrung. Es ist nicht nur dein Körper, der eine Nahrung bedarf, sondern auch deine Seele. Und die Nahrung für die Seele ist die Religion. Die Nahrung für die Seele ist die Religion. Du kannst nur durch die Religion, kannst du nur in höheren Dimensionen hinaufsteigen. Deine Seele kann sich nur dann bewegen in Richtung des Schöpfers, in Richtung ihres Schöpfers, wenn die Religion stimmt. Dann ist die Person versichert in seinem Charakter. Und dieser Charakter ist das Kriterium für deine Ehe gewesen. So, kannst du jetzt mal, kann jemand mal beantworten vielleicht? Was passiert mit dieser Ehe? Wird von Gott gesegnet. Wird von Gott gesegnet? Kann diese Ehe irgendwann enden? Natürlich kann die Ehe enden, wenn die beiden Parteien wollen, aber Gott segnet ja die Ehe mit Liebe, weil Liebe kommt ja von Gott. Ich stelle die Frage anders. Kann diese Ehe scheitern, wenn die beiden Personen sich an das stürzen, was Allah ihnen befohlen hat? Nein. Und wenn der Charakter versichert ist? Keinesfalls. Und das ist auch das, was wir anstreben müssen, liebe Geschwister. Wir wollen nicht einfach für den Zeitvertreib eine Frau suchen oder einen Mann suchen. Wir suchen einen Mann, eine Frau für Lebenszeit. Sucht euch die Frau an. Viele Leute sagen, ich muss das kontern. Also viele Leute denken, die Ehe sei alles vorherbestimmt, man heirate die Person, weil Allah es vorherbestimmt hat. Kann mir vielleicht das jemand beantworten? Ist das eine Vorherbestimmung oder ist das nicht eine Vorherbestimmung? Bitte. Der Vers im Heiligen Koran, den du gerade schon gesagt hast, sucht euch den aus, der gut für euch ist. Das heißt, er gibt uns die Aufforderung, den Menschen zu suchen. Gott lässt es zu, dass Menschen sich über den Weg laufen, dass Menschen sich im Bus sehen oder überall begegnen. Aber wir sind dann dazu aufgefordert, was Gott im Heiligen Koran sagt, diese Menschen vielleicht anzusprechen oder zu den Eltern zu gehen und mit ihnen zu sprechen. Das heißt, wir entscheiden, wen wir heiraten und nach welchen Kriterien wir entscheiden. Wir haben die freie Wahl quasi. Mashallah. Genau richtig. Der Vers im Heiligen Koran ist in Surat al-Nisa. Ja? Fankihu ma taba lakum min nisa'i. Allah sagt, heiratet die Frauen, die für euch gut sind. Wiederum Ebenbürtigkeit. Die Frau sucht sich den Mann aus nach diesem Maßstab. An sich ist es die Frau, wenn wir gleich zu den Arten der Ehe kommen, wie man eine Ehe schließt, wir sehen, das ist eigentlich so, dass die Frau sich einen Mann sucht, nicht der Mann unbedingt eine Frau sucht. Im Islam ist es so, dass die Frau eigentlich einen Mann sucht, weil der richtige Mann immer eine schwierige Sache ist. Es ist ein Manko in der Gesellschaft, einen richtigen Mann zu finden. Eine richtige Frau kann man immer finden. Aber einen richtigen Mann ist es schwierig. Wenn wir gleich zu den Sachen kommen, wie man eine Ehe schließt, werdet ihr sehen, dass es alles von der Frau ausgeht. So, die Ehe kann nicht vorherbestimmt sein. Denn Vorherbestimmung kann eine Ehe nicht sein, wie Allah zu dir sagt, wie der Bruder schon sagte, heirate die guten Frauen. Sucht euch die Frau aus. Ma'tabalakum min nisa, die guten Frauen. Ja? Wie kann man denn sagen, diese Ehe wurde vorherbestimmt? Es gibt eine Sache, die leider Gottes falsch verstanden wird.
Ja, bitte. Ich meine, das wäre ja auch eine Rechtfertigung. Wenn man, wenn man zum Beispiel eine schlechte Frau oder einen schlechten Mann hat, ja, das ist mein Schicksal, Gott hat das so gewollt. Also dann schiebt man die Schuld auf Gott in dem Sinne, was ja gar nicht stimmt. Genau. Du bist ja da selber verantwortlich dafür, dass du eine schlechte Frau oder einen schlechten Mann geheiratet hast. Ganz genau. Ganz genau. Bitte. Aber was ist, wenn eine Frau zum Beispiel im Leben halt am Ende ist und dann begegnet sie einem Mann und die heiraten und sie, also der Mann hat sie halt wieder hochgepusht sozusagen, dann ist das doch eigentlich von Gott, oder? Dass er sie, dass er ihn geschickt hat zu ihr. Genau, das ist auch diese Sache, worauf ich das hinaus will, okay. Was ich auch sagen will, das ist eben das, was falsch verstanden wird. Wenn dir ein Mensch über den Weg läuft, du lernst einen Menschen kennen, das ist Vorherbestimmung, ja. Es gibt keine Zufälle auf dieser Erde. Allah bestimmt alles. Wenn du einen Menschen kennenlernst, das ist Bestimmung von Allah, dass du diesen Menschen kennenlernst. Was du aus diesem Menschen machst, aus deinem Verhältnis zu diesem Menschen machst,